Ja. Und damit würde ich einfach mal sagen, es gab jetzt immer noch den Punkt bei mir, dass ich es nicht geschafft habe, die Mod richtig zu installieren. Ich bleibe natürlich weiter dran. Und es nicht geschafft habe, aus mir immer noch ominösen, unbekannten Gründen, die Installation auf meinem alten Rechner zum Laufen zu kriegen. Deshalb habe ich mir gedacht, so habe ich mir gedacht, und fängst du doch einfach mal, habe ich mir so gedacht, einfach mal das Originalspiel an. Nämlich Star Wars Empire at War, habe ich mir so gedacht. Ne? Und möchte ich euch auch nicht lange mit quälen. Ich wollte das jetzt nochmal kurz ankündigen, dass Stargate Empire at War also erstmal kurz pausiert, bis ich das wirklich irgendwie wieder zum Laufen kriege oder die Installation irgendwie auf eine Reihe kriege, weil gerade irgendwie will nicht. Will irgendwie nicht. Kann sein, dass irgendwo eine Datei irgendwo klemmt, die mir alles kaputt macht, aber muss ich nochmal durchschauen. Als Lückenfüller deshalb gerade erstmal das Originalspiel. Macht auch mega Fun, ist auch mega, mega Tafte und ich rede jetzt nicht weiter und überleite mich jetzt einfach mal in meine eigene Überleitung, die jetzt gar nicht mehr zu dieser Einleitung passen wird, weil einfach deshalb. Also jetzt Stille und lass den anderen sprechen. Ja. Und das habe ich mir dann nämlich gedacht, dass wir dann einfach mal das Originalspiel Let's Playen könnten. Ich zumindest, ihr schaut ja nur zu. Aber ich das dann Let's Playen kann, weil es macht auch ziemlich Fun und ist einfach hammer mega geil. Und ja, bis ich dann halt Stargate Empire at War wieder zum Laufen kriege, wird das jetzt erstmal das praktisch ersetzen. Weil ich meine, es ist auch geil. Und ich hatte mir dann gedacht, wir starten einfach nicht irgendwie Einzelspieler-Ding, sondern wir machen einfach mal ganz von vorne. Mal kurz gucken. Kampagne. Ich muss kurz. Oh, bei uns regnet es gerade kräftig. Das war das Geräusch, was ich außerhalb hatte. Ja, okay. Wir machen mal kein Tutorial, sondern eine neue Kampagne. Nein, will ich nicht. Ich hoffe, man hört den Regen nicht zu laut. Und ja. Wir spielen als was spielen wir denn? Ich bin ja eigentlich immer der Imperiums-Typ. Sternzerstörer sind schon geil, ne? Und Planeten einäschern gegen aufmüpfige Teenager, ne? Also, andererseits haben die Rebellen auch ganz schön geile Einheiten. Das ist ja nicht, auf Mittel übrigens. Also normal, im Grunde ist das theoretisch normal und schwer und Noob. Noob normal schwer. Wir nehmen einfach mal die Rebellen. Weil ich doch hoffe, dass das auch ganz cool wird. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Star Wars! Epischer Lauftext in 3, 2, 1. Ich lese das jetzt mal nicht alles vor. An diesem Sternzerstörer kommen wir nicht vorbei. Hätten uns die Frisianer nicht warnen sollen? Es war nicht ihre Schuld. Die Verstaatlichung wurde nicht angekündigt. Der Imperator liebt kleine Überraschungen. Und was jetzt? Wenn die Tyrannie hier ist, ist sie nicht auf ihrer normalen Station.
Und sie ist normalerweise stationiert auf... Kuat, die Werften des Imperiums? Ja, ich glaube, wir kriegen ihre Aufmerksamkeit. Okay, wir müssen so viel zerstören, wie wir können. Und es muss schnell gehen. C3PO? Ja, Sir? R2 soll alle Befehlskanäle des Imperiums überwachen und nach Gerede über unseren Einsatz scannen. Der Alarm wird unmittelbar ausgelöst und die Verstärkungen sind nicht weit. Wir müssen genügend Schaden anrichten, um die Tyrannie hierher zurückzulocken. Gegnerische Truppen voraus! Okay, damit unsere erste Mission in die Höhle des Löwen. Oh, das wollte ich gar nicht. Was ist das? Gegner schwächen. Seine Fähigkeit. Okay, okay. Die sammeln sich da vorne, alles klar. Was ist das? Ziel bestätigt. Ich glaube, die hat eine Explosionswirkung oder sowas. Hier spricht die genau. Wir werden von Rebellen angegriffen. Erbitten Unterstützung. So. Waffen geladen, hier spricht die Tyrannie. Eure Satellitenstellungen sind stark genug für jede Rebellenflotte. Glaubst du? Angreifen. Alle Bomber fertig machen. Und immer schön darauf zielen. Macht schon, macht schon, macht schon. Dass sie die ganzen Ressourcenlager auch da ausgelagert haben, das ist ja... Wir müssen die Meldesatelliten hier zerstören. Ich meine, es war so, dass sie uns darauf schießen. Dass sie den Imperialen unsere Ankunft preisgeben und dann sagen, wo wir gerade sind. Oh, ein Tartan-Patrouillenkreuzer. Ist natürlich gefährlich. Ich glaube, das war aber nur gegen Jäger gut, was ich gerade mache. Und ihr wolltet dahin. Das heißt übrigens jeder, ne? Danke. Hier spricht die Kuatwehr. Wir werden von Rebellen angegriffen. Erbitten Unterstützung. Die Tyrannie ist im Auftrag der imperialen Sicherheit unterwegs. Haltet Funkstille für die Übertragung der Feierlichkeiten. Ich kümmere mich darum. So, zum Glück sind unsere Schiffe Jale Jägerabfangschiffe. Diese korallianischen Fregatten hier. Die Korvette, Entschuldigung. Oh, ist doch nicht wahr, ey. Dann mal alle schneller hier hin. Immer schön auf die nächsten. Ich glaube, wir verlieren ein Schiff, mindestens. Aber zum Glück ist Antilles schneller. Wo will er denn hin? Was soll der Rotz? Ach, komm schon, komm schon, komm schon. Wir können ihn noch... So, das Depot kriegen wir auch noch runter. Und ein Schiff haben wir gerade verloren, sehe ich. Unsere Feuerkraft von früher haben wir jetzt natürlich nicht mehr. Okay, komm, dann machen wir die noch platt. Hat jetzt oberste Priorität. Oh ja. Wir werden von starken Rebellentruppen belagert. Alle Schiffe im Sektor antworten. Notfallcode 0. Hier ist die Tyrannie. Reagieren auf Code 0. Seid euch im Klaren, dass ihr die Pläne von Lord Vader persönlich stört. Wenn ihr diesen Code leichtfertig benutzt habt, müsst ihr euch vor ihm verantworten. Oh oh. Sieht aus, als hätten wir ihre Aufmerksamkeit erregt. Und jetzt nichts wie weg hier. Und ein klarer Sieg. Sehr schön. Angeblich habe ich keine verloren, aber ich glaube, ich habe doch eins verloren, oder? Natürlich habe ich eins verloren. Geht doch nicht anders.
Raumstation zu Stufe 2 haben wir verloren und 8 Tartan-Patrouillenkreuzer haben wir ausschalten können. Das ist sehr schön. Die Tyrenni und ihre Flotte werden während der Reparatur höchstwahrscheinlich auf ihrem Posten bleiben. Die Zerstörung der Kuat-Werft sollte sie für längere Zeit ablenken. Dann sind da noch die X-Wings auf Fresia, um die wir uns kümmern müssen. Captain, unsere Scanner zeigen an, dass die Tyrenni vor ihrem Abflug nach Kuat mehrere Wächterdrohnen abgesetzt hat. Das frisianische System ist abgesperrt. Verdammt! Wir hätten im Nu die ganze Flotte des Imperiums im Nacken. Entschuldigung, Sir, aber ich glaube, R2 könnte die Daten der imperialen Ablinkstation auf WLAN stehlen und unsere Schiffe registrieren. Die Wächter um Fresia würden uns dann durchlassen. Kein schlechter Plan, C3PO. Aber ihr Droiden schafft es niemals allein bis dorthin. Ihr braucht eine stattliche Eskorte von Bodentruppen, um überhaupt eine Chance zu haben. Aber Sir, ich glaube, meine Anwesenheit dort ist nicht vonnöten. Du kannst nicht deinen Plan aushacken und dann jemand anderen die Lorbeeren einheimsen lassen, C3PO. Wir können Fresia nicht angreifen, wenn ihr euch nicht in das imperiale Netzwerk auf WLAN hackt. Wir zählen auf euch. Einsatzlogbuch aktualisiert. Ja, und da haben wir auch die neue Mission. WLAN ist unser... Naja... Konstruktion abgeschlossen. Na gut. Ich kann das Einsatzlogbuch nicht anklicken, weil es blinkt zwar so schön, aber wir haben anscheinend nur unsere... Ja, ich weiß. Wir haben unsere feste Mission. Ich produziere nochmal ein paar Y-Wing-Geschwader, weil die Bomber doch recht gut sind. Ich muss natürlich hier gerade die Einheiten-Limit-Anzeige ein bisschen im Auge behalten, weil die jetzt doch noch recht begrenzt ist in diesem Stadium. Wir haben ja Mantilles und wir haben die Z95er-Geschwader, die sind relativ schlecht. 3PO musste, glaube ich, dahin, ne? Konstruktion abgeschlossen. Kann ich jetzt? Genau, jetzt kann ich da endlich drauf. Also, aktiv Feinarbeit im Netzwerk. Die Pläne der Allianz, die X-Wing-Jäger zu stehlen, scheitern, da rund um Fresia nun Wächterdrohnen ausgesetzt worden sind. Der relativ ungeschützte imperiale Netzwerkzugang auf Wayland könnte der Schlüssel sein, um unbemerkt an den Sensoren der Drohnen vorbeizukommen. Auftrag bringen R2D2 mit Bodentruppen nach Wayland, wo er Codes aus dem imperialen Netzwerk stehlen kann. Gut. Y-Wing-Geschwader hier. Bodentruppen produziere ich hier. Ich mache ein bisschen schneller. Damit er erstmal die Fabriken, die ich hier gemacht habe, damit wir unser Einkommen erhöhen. Zack, man sieht's. Aufgebaut habe und dann noch die, was ist das, Kaserne habe ich noch aufgebaut. Das ist ja schön. Machen wir einmal noch schwere Truppen und nochmal ein paar Panzer. Und hier auf Dantooine können wir, glaube ich, auch nicht mehr machen. Da können wir die nur billiger produzieren. Ansonsten sind die Bodentruppen überall eigentlich gleich. Machen wir es mal so. Anwerbung läuft. So, das passt dann. Die haben keinerlei Raumverteidigung. Das heißt, 3PO und R2 dahin. Hier können wir ja nochmal, wie viel haben wir? Nur 3 Korvetten? 4, 5. 6, 7. 8. Dann haben wir eine gerade Zahl. Und ich hoffe, das reicht auch gerade noch aus. Melde mich wie befohlen. Für. Ja, er hat mitgezählt. Das ist sehr schön. Hätte sonst nämlich sein können, dass er einfach produzieren lässt und einfach nur sagt, wenn die Anzeige voll ist, ich stoppe die Produktion von allen Einheiten, weil kein Platz mehr ist. Das war meine Befürchtung, aber ist zum Glück nicht so. So, Mon Mothma bleibt da unten. Die alte Motte. Rebellenflotte. Ich überlege ja gerade. Es wäre rein theoretisch schlauer, wenn wir sagen... Okay, das war einer zu viel. So, von jeder Prämisse was? Und dann... Natürlich, Sir. Taktisches Gefecht steht gleich. Ich hoffe, das war die richtige Entscheidung. Erneut sind wir bla bla bla. Genau. Feinarbeit im Netzwerk. Gebiet scheint feindfrei zu sein. Der imperiale Ablink müsste genau vor uns liegen. Meine Güte. Diese Feuchtigkeit ist mit Sicherheit Gift für meine Schaltkreise. Haltet die Klappe, ihr beiden. Je früher ihr dieses Terminal erreicht, desto früher kommen wir hier raus. Jawohl. Und wir haben so noch ein bisschen Knete übrig. Das heißt, wir können gegebenenfalls hier Geschützturmstellungen bebauen. Wie ich mir das so vorstelle. Hier werden wahrscheinlich die ersten Truppen lagern. Ohne Zweifel. T2B Ende. T2B verstanden. Na, ich wollte alle markieren. Panzer in Bereitschaft. Ja.
Atrophe 2. Jawohl, Sir. Bin dran, Sir. Und das sind nur die, okay. Panzer bereit. Das heißt. Start bereit. Roger bestätigt. Eure Befehle? Ach, okay. Bereit? Jawohl. Seid ihr die drei? Ich hatte gerade gedacht, ich könnte die in einer Truppe zusammenfassen. Bin dran, Sir. So dass ich sagen könnte. Wir haben den Gegner Sie haben Geschütze an den Grenzlinien. Verteilt euch, um das Feuer zu zerstreuen. Wir haben Rebellen hier. Erbitte Verstärkung. Okay. Wird erledigt. Infanterieabwehrturm ist das zum Glück, ne? Der macht nicht so viel. Oh. Für die Allianz. Der macht nicht so viel Schäden. Erwarte Befehle. Kurs berechnet. Roger, bestätigt. Beeilung. Sie haben einen Hilferuf abgesetzt. Geht zum Ablink. So, unsere Truppen sind in Deckung, das heißt, sie sind besser geschützt. Die imperialen Soldaten stehen noch rum. Für die Rebellion. Verstanden. Ich habe ihn im Visier. So, und dann machen wir mal einen Fahrzeugabwehrturm. Roger bestätigt. Vorwärts. Habe verstanden. In Ordnung. Alle zurück. Oh, wir haben nur noch drei von denen. Natürlich Kacke. Der macht auch unsere Truppen nieder. Das ist extrem uncool, ne? Alter. Hier kriegen wir übrigens noch zusätzliche Dingensens. Wo sind denn jetzt die zwei Löffel? Die können natürlich auch Türme kontrollieren. Das hätten wir hier natürlich prima einsetzen können. Habe ich gar nicht dran gedacht. Wir können auch mal... Ich glaube, der kann den Turm nämlich auch einnehmen, den Bauplatz. Wupp, du dahin. Wir müssen hier ein bisschen taktischer vorgehen als bei Empire at War, muss man ja mal sagen. Fairerweise. Das ist keine Kritik an... Also, als Stargate meine ich. Das ist keine Kritik dran, aber... ist nun mal R2 schon so. Hat sich in das Netzwerk eingeklinkt. Okay. Es dauert ein paar Minuten, um die Codes zu ändern. Ist halt so, dass wir bei Fähren des Imperiums von Südwesten. Ja. Flugabwehrturm. Nur weil ich glaube, dass das helfen könnte. Ach, währenddessen kann ich auch auf 3PO nicht zugreifen. Das ist natürlich schlecht. Bereit. Natürlich nicht so günstig. Ja, Konstruktion abgeschlossen. Fahrzeugabwärme auf jeden Fall. Hier haben wir anscheinend noch Geschütztürme, die ich nicht... Okay. Okay. T2 beendet. Wir rücken vor. Ja, ich bin hier, Sir. Warum dauert das so lange? Das scheren uns deren Sicherheitsprotokolle. Erledige deinen Auftrag, du Schrottmühle. Da sind sie. Transportfähren des Imperiums von Süden. Angriff! Das ist nicht so gut. Ich glaube, ich kann die aber noch mit einsetzen. Jawohl. Flakgeschütze sind zwar jetzt nicht so prima dagegen, aber... Oh Mann. Das war eine Niederlage. Jawohl. Feuer! Melde mich wie befohlen. Eröffne das Feuer! Vor allem diese Walker sind eigentlich Anti-Infanterie-Einheiten. Das heißt, sie sind auch prima gegen uns gedacht. Ich baue jetzt schnell Anti-Geschütztürme. R2, wo ist das Problem? Ja, ernsthaft, wo ist das Problem? Er sagt, er sei so gut wie fertig. Oh, beeil dich, R2. Ja, na toll. Oh je, zu Hilfe. Wir haben die Droiden verloren. Mission abbrechen. Nein. Sammelt die Droidenteile ein. Wir werden sie im Nu wieder zusammenschrauben. Wir wurden besiegt.
Ja, ich muss taktischer vorgehen.